So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Wieder mal der Risikohinweis. Diese Analysen stellen keine Anlageberatung dar. Die Analysearbeit vom Wochenende hat sich gelohnt. Nicht nur die letzten Wochen, sondern auch diese Woche war ein analytischen Volltreffer dabei. Natürlich trade-technisch habe ich den jetzt hier nicht aufgenommen, weil mir dann doch die Quartalszahlen, ja, so ein Quartalszahlen-Trade mache ich nicht unbedingt oder ungern. Aber zunächst einmal kurz nochmal ja, zu den bisschen älteren Setups hier. Die BMW-Aktie hat sich an dem Kursziel von 80 Euro deutlich angenähert die Woche. Da sollte man definitiv nicht mehr ins Minus kommen. Das Setup läuft eben seit 68 Euro. Der Pfeil wurde, um das hier klarzustellen, dieser Pfeil wurde nicht ganz so hoch gezeichnet. Ich habe es dann nur nachgezeichnet, als es hier war. Alle anderen Pfeile sind exakt so drin gewesen, wie jetzt auch bei einer Rewe. RWE meine ich nicht, Rewe, RWE. Aber dann kommen wir zu den Setups von dieser Woche. Erstmal war natürlich nicht schlecht, dass die Volkswagen-Aktie heute, ich schaue ganz kurz, ob das auch zum Schluss noch der Tagesgewinner war. Ja, zum Schluss war die Volksaktie auf Xetra-Basis auch der Tagesgewinner. Das war eine der Aktien vom Wochenende und läuft jetzt hier vielleicht wirklich dieses gestrichelte Setup entlang, beides blau, also beides präferiert. Das andere wäre etwas größer gewesen, die Wahrscheinlichkeit. Aber da muss man eben auch dann immer einen DAX beobachten, der hat eben nicht zur Schwäche geneigt. Der ist die ganze Zeit über den Marken geblieben, wie im Video erwähnt. Eine Deutsche Post, da liegt man leicht im Plus, nur dass man direkt hier Kauf, ist jetzt nicht so schlimm, aber nicht im Minus. Und auch hier eine Heidelberg Zement ist im Plus. Und jetzt eben hier analysetechnisch lief sie runter. Exakt diese Marke noch auf Tagesbasis verteidigt und nachbörslich kann ich jetzt hier leider nicht zeigen. Die sieht man dann morgen. Erst Höchstkurs, den ich eben gesehen habe, war 101,50. Da war da eine mega dicke mit 50.000 Stück Order drin. Und aktuell stehen wir genau hier unter 101. Also an der Widerstandslinie. Hier unten abgeprallt, so wie eingezeichnet. Und stehen wir hier an dieser Linie. Sollte es auch hier drüber gehen, wonach es jetzt schon aussieht, auch nachbörslich, wenn da dann morgen früh direkt die Käufer weiter dranbleiben, dann sollte ja auch das Kursziel von 104, knapp 104 erreicht werden. Also hier sehr schön wird das so passen. Dann, was natürlich die letzten Wochen schon sehr gut lief, war der Hang Seng Index. Knapp hier die 2000 Pips Marke verpasst wegen 30 Punkten. Das sollte definitiv, weil es hier echt tief eingekauft vorgestellt worden ist und ja, so gut wie nie oder eigentlich gar nie dann ins Minus lief. Also ja, besser geht's ja nicht. Hier der Nikkei macht hier das alternative Setup nachbörslich, beziehungsweise im heutigen Handel war er im Tief ja, bei rund 16.300. Zum Kauflimit hat noch 150 Punkte gefehlt. Jetzt steht man wieder 150 Punkte höher. Und auch hier im gestrigen Video, nachdem die Kerze sich ausgebildet hat, habe ich noch erwähnt, dass es vielleicht eben nicht ganz hier hochläuft, aber bis zum EMA 50, knapp 92, 93. Und so war es dann auch direkt heute. Kann man auch unter der Rubrik Analysetreffer einordnen. Hier sah es letzte Woche recht gut aus mit dem Doji Hammer. Diese Woche sind keine Käufer bei der BVB-Aktie dazugekommen. US-Dollar, japanische Yen, exakt an der, aber wirklich exakt. Wie gesagt, die Marken sind, also exakter geht es gar nicht, die Marke, und die war eben schon ja, am
Wochenende genauso eingezeichnet, hier gedreht. Und australische Dollar, kanadische Dollar, ja, das Kursziel war jetzt hier nur erstmal mit Pfeilspitze angegeben, aber wenn man hier sieht, es gab es keinen Schluss oder Kurs unter dieser Kerze, also wenn man den Stopp immer nachgezogen hat und das Low, ist man eben hier dann ausgestoppt worden. Allerdings, wie gesagt, hier auch eben eingezeichnet immer noch die Widerstandslinien. Man hätte knapp, ich glaube, die Analyse, wo ich heute rausgehauen habe, da standen wir eben knapp an der Marke. Also auch am Hoch, wo hier zu Gewinnmitnahmen geraten worden ist. Jetzt haben wir die Setups gut im Gold. Hält immer noch der Bereich, da gibt es nichts Neues. Im Silber, ja, liegen beide Positionen zusammenaddiert bei plus minus null oder leicht im Gewinn. Noch ein kurzes Wort zum DAX. Der drehte hier wieder an der Gap-Kante. Leicht allerdings, wie schon die Tage, ist diese Marke bei 10.000. 70 Punkten extrem wichtig gewesen. Oberhalb dem ist der DAX bullish. Jetzt hat es neues Hoch gemacht. Jetzt muss man natürlich schauen. Blind long gehen, ja, kann man jetzt theoretisch, weil ich gerade sehe, die Apple-Aktie hat jetzt nachbörslich 101,80 erreicht, also fast schon 102. Und die Futures im Nasdaq sind natürlich deutlich im Plus, im Dow Jones ist es eigentlich nur unverändert, also die Future-Stände. Aber da sich der DAX eben auch eher abgekoppelt hat, so wie die Nasdaq, dürfte hier im DAX morgen auch Richtung 10.300 gehen oder sogar 10.400. Das war's. Danke fürs Zuhören. Morgen gibt es dann mehr Infos wieder. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend oder einen guten Morgen.